So, da sind wir auch schon wieder in der Instanz hier im Grab der Könige. Und Traherne versucht, den Ort zu reinigen. Und wir geben ihm ein bisschen Rückendeckung dabei. Ja. Dich hier hochkommen. Und fort mit dir. Ich fühle mich stark. Ein auferstandenes Gespenst. Könnt ihr mir das bitte mal erklären? Also das ist ein Gespenst und dann ist es gestorben und dann ist es wieder auferstanden. Mhm. Ja, doppelt gemoppelt hält besser. Ja, auf jeden Fall, du. Achtung, die Kreise sind sehr tödlich. Aber weißt du, wer noch tödlich ist? Ich. Haha. Wie lange hält denn mein Essen noch? 16 Minuten. Wunderbar, das passt. Traherne, wie läuft's? Der braucht ein bisschen Heilung, ne? So. Marshal, die Nachhut wird überrannt. Oh, da ist er. Auferstandene Grächen. Er ist schon fast tot, der auferstandene Grächen. Das ging aber einfach. Mhm. Merkwürdig. Oh, ja, er hat's geschafft. Hurra. Hurra? Er jubelt mir zu wenig. Nein, so dicht vor dem Ziel. Beim blassen Baum. Es ist unmöglich. All das, all die Leben vergeudet. Umsonst. Traherne, habt ihr es nicht gesehen? Die Läuterung hat gewirkt. Der Geist des Landes erhob sich kurz wie ein Windhauch. Wir alle haben es gespürt, als kämpfte Ors Seele selbst um ihre Freiheit. Das Ritual war ein Erfolg. Aber die Absolution hielt nicht an. Trotz ihrer Heiligkeit waren die Königsgräber nicht stark genug. Dies ist nicht das Herz Ors. Existiert ein solches Herz dennoch? Halt! Erinnert ihr euch an die Vision, die uns der blasse Baum gab? Ein orianischer König sprach von der Quelle. Vielleicht kann uns das irgendwie helfen. Ihr habt recht. Die Quelle von Or, ja. Ich glaube, ich erinnere mich, davon gehört zu haben. Eine Priesterin Grants und ein Schamane der Norn sprachen davon. Das klingt nach guten Spuren. Welcher sollten wir folgen? Das will ich euch überlassen. Zwei Wege, ein Ziel. Die Reinigung Ors und schließlich der Tod Saitans. Oha, wir müssen uns mal wieder entscheiden. Und ich würde doch am liebsten alles beiden machen. Aber dann müssten wir diese Mission ja auch nochmal wiederholen, damit wir dann die andere Option auch auswählen können. Was sagt ihr dazu? Naja, die können wir ja offscreen machen. Machen wir offscreen nochmal eben und dann machen wir die andere Variante. Gut, dann wähle ich jetzt aus. Ich nehme die obere Option, wie kann Grant helfen? Und sag dann, es ist das Beste, was wir tun können. Lasst uns der Kathedrale der Stille einen Besuch abstatten. Und ihr dürft das jetzt nicht annehmen, beziehungsweise nicht alle von euch. So nah wie nie zuvor. Einst hielt ich die wilde Jagd für sinnlos. Wer darf es denn annehmen? Entmutigt. Jetzt fordert es mich heraus. Wir können siegen. Wir müssen. Ah, Anerkennung. Ja, ist die Frage, wer von euch möchte denn das andere machen? Mir ist das egal. Brause. Oh, wir bleiben alle drei bei bleibt bei gegen die Verderbnis. Okay. Okay. So, dann mache ich jetzt einen kleinen Mini-Cut.
Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die andere Option auch angenommen haben. So. So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder. Und ihr habt es vielleicht auch gemerkt an den fehlenden Videos in der Zwischenzeit. Wir hatten quasi Winterferien, sag ich mal. Aber jetzt sind wir wieder da und für euch sind 2 Sekunden vergangen, für uns sind ein paar Wochen vergangen. Musst uns eben auch nochmal orientieren, wo wir eigentlich sind und was wir machen wollen. Wir haben jetzt in der Quest die andere Option angenommen. Das heißt, wir haben jetzt beides zur Verfügung. Ach ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Und wir machen jetzt meine Quest zuerst, weil die ist näher, haben wir gerade festgestellt. Da müssen wir Jawohl. Die Kathedrale der Stille und wir wollen über diese Insel da hinten laufen und da alles abgraben. Unterwegs, was wir noch so finden. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Abgraben direkt hier an, denn hier habe ich noch einen Fertigkeitspunkt. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gemacht habt. Ja, das gleiche gilt für mich. Auch ich grüße alle, die Lust haben, wieder zuzuschauen und wir sind zu viert unterwegs heute, wie ihr sicher schon erspäht habt. Ja, und Brause wünscht euch alles erstmal ein schon frohes neues Jahr. Jawohl. Hä, wo ist der Typ hin? Ach, da. Hab ihn gar nicht gesehen. Hat sich in die Luft aufgelöst. Und wir fangen gleich mit unserer liebsten Beschäftigung an. Meucheln und Morden. Ja. Der Brause. So, und jetzt darüber auf die Insel irgendwie, ne? Gibt's gerade noch was zu ernten. Ach so. Ja. Nein, ich gehe da jetzt nicht hin ernten. Nein, ich gehe da auch nicht hin. Nein, ich auch nicht. Nein, nein. Ich glaube, je schneller wir hier weg sind, desto eher sind wir auch aus dem Ärger raus. Ja. Ärger? Ich dachte, das wäre unsere Lieblingsbeschäftigung. Ja, mancher Leute schon. Da gibt's diese kleinen Schokolinsen. M&M. Die in der Werbung immer sagen, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Egal. Echt? Das sagen die in der Werbung? Habe ich noch nicht gesehen. Nein, aber ich finde, das wäre passend, wenn sie es täten. Achso. Ui, wer hat uns denn solche schönen... Ja, ich will mal, dass hier ein bisschen Bewegung reinkommt in das Ganze. Eieiei, und ab geht die Post. Gar nicht wissen, was da unten alles schwimmt. Das erinnert mich ein bisschen an unsere letzten Abenteuer in Dark Age of Camelot, als wir da auch über den See geschwommen sind. Ui, gefährlich, gefährlich. Und doch besser das Boot genommen hätten. Ja. Da schwimmt was hinter mir her. Nein, nein, nein. Hat mich echt abgebremst. Du sag mal, Brause, hast du dir zufällig letztens ein neues Spiel runtergeladen? Ja, ich hab mal zur Abwechslung, weil das Spiel spielen wir jetzt ja doch schon sehr lange. Und in der Gruppenversion ist es noch, sagen wir mal, für mich noch ganz interessant, weil man Sachen da machen kann, die man als Einzelspieler schwerlich zustande kriegt. Und die ganzen Einzelspieler... Das sollte jetzt kein Vorwurf sein. Du darfst gerne spielen, was du willst. Bitte? Was hast du dir denn runtergeladen aus... Also du hast dir was runtergeladen, weil mal ab und zu was Neues sein muss. Aber ja. Was? Ich traue es mich nicht so richtig zu sagen. Das ist dieses Panzerspiel World of Tanks. Also ich dachte, du sagst jetzt Hello Kitty Online. Nein. Ich habe auch dieses Spiel genommen, nicht weil das besonders viel Spaß macht, sondern mir fiel einfach nichts anderes ein. Haben alle hier? Und jetzt bist du also unter die Panzerfahrer gegangen. Ja, ich versuch's einfach mal. Ja, und? Ich kann jetzt deine Entschuldigung verstehen. Weil es gibt ja da immer eine Menge moralischer Bedenken, die man haben kann. Ja, allerdings bist du ja ein Erwachsener. Ja, du bist vielleicht noch nicht gereift genug dafür. Für die Bedenken meine ich natürlich. Also. Sprachst du das gerade, während du irgendwelche unschuldigen Tierchen niedermeuchelst? Nein.
Okay, ich wollte schon gerade sagen, das wäre irgendwie merkwürdig gewesen. Also ich sag mal so, so edel ist unsere Tätigkeit hier auch nicht so direkt, sag ich mal, ne? Von daher... Spiel ist Spiel und wenn man weiß, was man tut, dann ist das doch in Ordnung, so sehe ich das. Ich meine, ich habe in dieses Spiel noch gar nicht reingeguckt. Ne? Ich dachte, jetzt kannst du so richtig erzählen, so, was du alles schon erlebt hast. Nein. Also vielleicht beim nächsten Mal. Ich hab's eigentlich noch nicht mal installiert, sondern nur runtergeladen erstmal. Das heißt, installiert wohl schon, aber noch nicht geöffnet. Es ist einfach nur, wie gesagt, ich kann jetzt hier bei diesem Spiel noch 10 neue Charaktere bilden und im Endeffekt mache ich immer wieder das Gleiche. Ne? Und da dachte ich, es muss mal ein bisschen Abwechslung ins Leben kommen. Ja, was wir hier auch noch mal abwechslungshalber machen könnten, ist vielleicht ein bisschen WVW, aber ich weiß nicht, wie weit du das privat auch schon ausgekostet hast. Da, deshalb habe ich ja gesagt, in der Gruppe ist ja doch einiges drin, nur als Einzelperson ist da nicht mehr ganz so viel, weil viele Sachen da erfordert es einfach Gruppen, ne? Ja, und du hast natürlich auch recht, wir spielen jetzt das auch schon wieder seit eineinviertel Jahren ungefähr. Irgendwann ist natürlich bei jedem Spiel ein bisschen Luft raus. Auch diese ganzen Verliesgeschichten und so, das ist sicher noch interessant für eine Gruppe. Aber alleine kommst du da nicht groß weit, ne? Hast du denn schon mal versucht, dir alleine eine Gruppe zu suchen? Oder kommt das wirklich eher nicht so in Frage mit dem No-Skill-Random? Das bindet mich dann zu doll, verstehst du? Also da muss ich mich wieder an Zeiten halten und so. Das muss ja keine feste Gruppe sein. Du kannst dich ja irgendwo hinstellen, hier Looking for Group Spam. So, ja gut, das muss ich dann aber, müsste ich dann auch. Irgendjemand hat jetzt irgendwas, was man anhaken muss, gemacht. Ja, drück einfach auf Ja oder wie das auch immer heißt. Und zwar schnell, sonst bin ich tot. Dieser Tempel war herrlich. Es schmerzt, ihn heute als Ruine zu sehen. Seine Fundamente wurden durch die Zerstörung Ors erschüttert. Aber er steht noch. Solide Arbeit. Natürlich sind die Fundamente noch gut. Dort finden sich die Grüfte. Geht ihr vor. So, was haben sie uns denn zu erzählen? Willkommen, Kommandeur. Ich habe Priesterin Ri hergebeten. Ihr Wissen über den Gott des Todes ist ohnegleichen. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier stehen würde. Die Kathedrale der Stille. Der erste Tempel Grants in Tyria. Dies ist der Schrein der 7 Schnitter. Wer waren die 7 Schnitter? Priester Grants? Sterbliche Helden, die neben Grant kämpften, als er den Gott Doom besiegte und den Thron des Todes bestieg. Sie wurden seine Avatare. Ich kann die Heiligkeit des Altars noch spüren. Die Geheimnisse, die ihr sucht, sind hier. Aber Orr-Riten sind anders. Ich kann die Tempelwächter vielleicht nicht rufen. Keine Sorge. Wo der Glaube endet, beginnt die Wissenschaft. Yo. Das ist mein SAED. Der sehr alte Energiedetektor für alle Nicht-Genies. Bei dieser Einstellung löst er alte Emotionsresonanzen aus. Visionen der Vergangenheit. Wenn wir zum Altar kommen, können wir Bildrückstände der Orianer abrufen und sehen, was sie taten. Hervorragend! Folgt mir und dann suchen wir diesen Altar. Ich überlege gerade, ob der SID nicht irgendwie am Anfang der Azura Story Quest, vielleicht wenn man die Statik genommen hat. Na, ist ja auch egal. Ich fand, es war wieder ein glänzender Beweis dafür, welche Bedeutung Emotionen haben, ja? Wenn sich also die Azura schon damit beschäftigen, irgendwelche Emotionsresonanzempfänger zu bauen. Ja, die haben da schon eine Maschine für entwickelt. So, hier runter müssen wir. Es geht los. Ihr müsst gar nicht gegen die kämpfen, ne? Aber ich meine, ihr dürft, wenn ihr sowas gerne tut. Ich glaube immer, dass es besser ist, Gewalt anzuwenden. Den Rücken frei zu haben. Provisorisch schon mal vorsorglich. Angriff ist die beste Verteidigung. Wurde ja früher auch drüber geschmunzelt, wenn manche Leute sowas behauptet hätten. Aber in der Praxis ist es halt einfach funktioniert. Mein Intellekt ist eurem überlegen.
Was? Das glaube ich aber nicht. Ah, das ist... Die sind genau stracks auf uns zugerannt und haben uns angegriffen. Die wollten euch mit Blumen empfangen. Verteidigung durch Präventivschlacht oder so, ne? Ja, da kennen wir ja eine Menge. Ja, von, ja, ne? Also ich kenne da Geschichten zu. Du meinst doch bestimmt wie bei uns in den Gruppenübungsgebieten auf einmal Oder, Neiße, was weiß ja, ich, was ja, gibt's denn da für ja, Flüsse? Ja. Aber ich glaube, wir sollten nicht so viel philosophieren. Das ist hier keine ollen Kamellen wieder aufwärmen. Ja. So, jetzt aber. Oh, ich glaube, ich habe sie angelockt. Hinterm Rücken. Ey, Hilfe, was. Hilfe, ich muss hier weg. Hätten wir die mal präventiv erledigt, aber. Das ist schon ein Kreis, wo ich drin stehe. Aber einiges an Form, was hier angerannt kommt. Da kommt noch eine fette Spinne. Oh, super, das freut mich ja mega. Fette Spinnen kann ich gar nicht genug von haben. Erst noch nach links, würde ich vorschlagen. Links, jo, ne? Da stehen auch noch welche. Die werden es uns auch in den Rücken fallen oder. Was weiß ich, was für Gemeinheiten. Mit uns Armen und. Da, boah, ich lasse euch mal vor. Also, ich wirke jetzt hier quasi aus dem Hintergrund. Eigentlich ist zwar Hasko die graue Eminenz, aber. Meinte das andere hinten, das, wo ich hinten stehe. So. Zum Angriff, meine Krieger. Vorwärts. Ja, ihr schafft das. Hurra. Na komm, ich helfe auch noch mit. Einmal so. So, reicht. So, die Priesterin hat es schon fast hinter sich. Und da steht der Letzte. Ach, das sind die berühmten Okolyten. Da hat sich gerade ein Tor geöffnet und da ist noch einer rausgeflogen gekommen. Ui, schon wieder ein Veteran. Das ist ja ein richtig unfreundlicher Ort hier. Hundertprozentig. Also wir haben hier schon Leichen liegen, Leute. Oder zumindest das halbtote, wiederbelebbare. Kreischi ist tot. Nein, Kreischi ist tot. Bin schneller als der Tower. Ich rette Kreischi. Oh, ein rauen Kling. So, schalt an das Ding. Wir haben schon wieder überzogen. Macht nichts, wir überziehen weiter. Seht, sie führen das Ritual durch. Tatsächlich, ich stelle mich auch lieber hin, Sicherheit. Die Zahl sind auf der Schwelle aus. Oh, da. Sie planen, diese Nation ebenso niederzubrennen wie Ascalon. Wesir Kilbron sagt, aus dem Weg, Kotzack. Aber wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Wir werden Grants Beistand erbitten. So wie Desmina vor so vielen Jahren. Hüter des Schreins, aber wenn ich mal wacker von der Kiste runtersteigen hier, wa? Ich glaube nicht, dass sie uns sehen können. Ich glaube, das sind nur Echos aus der Vergangenheit. Und nun machen wir. Der Gott, dem ich meine ewige Ergebenheit schenken darf. Der Gott, von dem ich Rache gegen jene ihr anwesend. Die mich mit Verachtung schmähen. Hallo. Lass uns auch mal beten, vielleicht hilft das, ne? So, jeder an einer Stelle. Wir uns wie Sie, damit wir mit dem Altar kommunizieren können. Alle auf ihre Plätze. Ich knie mich nicht hin. Das ist unter meiner Würde. Kniet ihr euch hin. Vielleicht reicht es, wenn man mit denen redet. Wo ist der Gott, dem ich... Nein! Mir wurde die Kontrolle aus der Hand genommen. Der Gott, von dem ich Rache gegen jene erflehen darf. Durch das mit Göttern. Wie demütigend.
folgt, wohin ich euch rufe. Kommt, wenn ich rufe. Und die Leichnam der Toten werden euch gehorchen. Ja, hier muss jetzt jemand sprechen kommen. Tja, okay. Hallo, Kollege. Seid gegrüßt, Uralter. Oh. Erhebt euch aus eurer eisigen Gruft. Ich, eure Priesterin, rufe euch im Namen Grants selbst. Wer wagt es, mich zu rufen? Wahre Priester? Gibt es das in diesem gefallenen Land? Ich bin Grants Dienerin und wir haben vielen Gefahren getrotzt, um mit euch zu sprechen. Schenkt ihr uns Gehör? Ich sehe in euren Herzen, dass euch der Tod nicht fremd ist. Wohlan! Ich werde euch lauschen. Doch im Gegenzug werdet ihr in Grants Namen töten. Der Hüter dieses Schreins ist Zaitan anheimgefallen. Grant wünscht seine Rückkehr. Aber für diese Aufgabe bin ich zu schwach. Zerstört den Hüter und ich beantworte eure Fragen. Hab Dank, dunkler Schnitter. Wir tun, was ihr wünscht. Zerstört die Verderbnis. Kehrt mit der Seele des Hüters zu mir zurück. Ich würde fast sagen, wir machen an dieser Stelle eben einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier im Tempel mal richtig für Ordnung sorgen. Bis dahin. Cut. Tschüss.